So, willkommen zu einem neuen Part von Dragon Ball Universe. Ich versuche mal das Tutorial noch mal ein bisschen weiter zu machen, Prolog oder wie auch immer. Bevor es dann richtig zur Sache geht. So. Timer ist jetzt auch aktiv. Ne, Stoppuhr. Okay, Stoppuhr. Lad mal schneller. So, ich habe mich mal mit einem Final Level Gamer beraten, was er so meint. Und werde dann Quests und Training Offscreen machen. Doki Doki stellt halt als Zeitfeld. Ah ja, das hab ich schon vorgelesen. Das geht auch schon. Okay. Dann guck ich mal, wo Leute sind. Ja, da ist einer. Hallo Rezo. What's up? Kurt und Freezer waren mächtige Mutanten und angeführt vom Bösen. Aber aus Freezers Clan sind nicht alle böse. Nur glauben das nicht viele. Ah, verstehe. Okay. So, so wie ich hier. NSC, nicht Spielercharakter. Was geht das als NPC? Was ist mit dir? Oh, du bist also der Krieger, den Shenlong gerufen hat. Es kursieren Gerüchte, dass du ein Spezial-Elite-Mitglied bist. Das hatte ich nicht erwartet. Menschen sind nicht immer das, was sie sein scheinen. Ich bin kein Mensch. Ich bin auch ein Zeitsoldat, also bin ich dein Vorgesetzter. Haha. Solltest du irgendwas brauchen, kommst du mir. Bringe dir bei, was es heißt, ein Zeitsoldat zu sein. Naja. Hallo Hakusa. Hier funktioniert nichts. Mein Spezialscouter misst deine Stärke. Mal sehen. Du bist so schwach. Was suchst du hier überhaupt? Ja, mit Level 2 bin ich noch schwach, das stimmt. Amura, die steht auch mal hier oben. Und beim Platz für die Dragon Balls. Hey, sprich mit mir. Yep. Wie viele Wünsche werden durch Dragon Balls gewährt? Ich habe viele Wünsche. Es gibt Schuhe und Handtaschen, die ich will. Was soll ich tun? Keine Ahnung. Arbeiten gehen, Geld verdienen? Oder Jobquests erledigen, Geld verdienen? Vegeta? Ja. Vegeta, genau. Du hast also die Stimme von einem von TSF. Team IFS, ja. Team Forster Dragon. Na egal. Falsche Buchstaben. Team Forster, TFS, ja doch, passt doch. Erdling und Saiyajin genießen immer ihr Essen. Namekianer müssen nur Wasser trinken, ich bin neidisch. Benny Pitar oder so, glaube ich, hieß er. Imai, ein Namekianer. So. Die Zeitsoldaten schützen den Zeitfluss und leiten ihn auf den richtigen Weg. Wir kümmern uns um Bösewichte, die die Geschichte stören wollen. Wir brauchen Kraft, um sie zu bekämpfen, deshalb trainieren wir oft. Na, hier ist noch einer. Seacock. Yep. Hey Kumpel, harte Arbeit, als Soldat. Bist du ein Neuling? Hier ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich passe immer auf dich auf. Und von nun an viel Glück. Übrigens, erhalten Energiekapsel erst. Danke. Falls man hier irgendwie was vergessen hat, hier ist der Erklärbot. Nicht Erklärbär, sondern Erklärbot. Der macht dann ganze Tutorials nochmal von vorne. Mal aussehen kann. Oder so ähnlich. Hello there. Wenn du irgendwas über VS-Modus, PQ oder Tokyo-Stadt wissen willst, frag mich. Datenbank wird geladen. Okay, naja gut. Vielleicht war der auch woanders. Nee, Start? Ah ja, anpassen. Habe ich hier irgendwas? Ein Roshi Hawaii Hemd. Wiss Symbolgi. Und Kampfanzug. Mehr geht anscheinend nicht. Oder hat er keine Sache in der Richtung? Gut. Naja. Okay, das sind die Schuhe. Ist die unten? Okay. Machen wir
machen wir mal einen auf Kakarot. Na, können wir mal eine Runde machen. Hey! Ich glaube, ich soll mal komplett rumlaufen, wa? Hm, machen wir das mal. Ist das spannend? Nicht. Ja. Was gehört da dazu? Bisher nur 5 Minuten, das wird man ja noch aushalten können. Hey du, hast du was für mich? How are you? Putzen, putzen, macht Spaß. Ja. Ich weiß ja jetzt dreimal gesagt, ich wollte es zweimal sagen. Reicht. Hey, Taino! Wie süße Stimme. Auch wenn es so ein Lachen war. Neuling, willst du beim Taino-Kommando mitmachen? Bisher bin ich allein. Ich mag die Lache. Süß. Goma. Huh? Hm, schon wieder verlaufen? Toki-Toki-Stadt ist riesig. Die Hinweistafel sollte hier irgendwo sein. Ich finde sie irgendwie nicht. Guck mal da hinten. Da. Oder falls du eine Karte brauchst. Hier. Oh, du hast was? Was ist das? Geist durch die Zeit, um Verzerrungen in der Geschichte zu beheben. Verzerrungen können Katastrophen auslösen. Sei du auch vorsichtig. Okay. So. Bin noch eine Perücke für Vegeta. Na egal. Mischladen, mischladen. Oh, hi Kate. What's up? Sollte die Dragon Balls im Einkaufs- oder Kommunikationsbereich benutzen. Oder ich helfe dem Kaioshin der Zeit beim Zeitnetz was tun. Harry? What's up? Ich warte die Roboter, sag mir Bescheid, wenn sie kaputt sind. Ah ja, du bist auch wieder wichtig für den Quest anscheinend. Potato? Hm, du bist ein Fremder. Bist du ein neuer Zeitsoldat? Für den Job musst du stark sein. Keine Neuling, wie du das denn? Sehen. Hallo, Nema und Tennil? Egal. Howdy. Meine echte Form? Die ist geheim. Howdy. Hier, anscheinend, je nachdem, was für eine Rasse man hat, dann reden die auch was anderes hier. Hey. Meine Formwandelfähigkeit aus dem südlichen Transformationsort hat mir hier geholfen. Naja, du siehst aus wie ein Saiyajin. Saiyajin spannend? Okay, sei Saiyajin. Mäffler. Zum Glück bist du kein Muffler. Sir. Ich bin der Beobachter. Keine Veränderungen in Tokyo-Stadt. Heute ist das friedlich wie immer. Hey, Roboter. Hello, okay. Okay, geh bitte aus dem Weg. Hier muss geputzt werden. Okay, meine putzwichtigen Roboter. How are you? Synthese macht Spaß. Manchmal erhält man unerwartete Objekte. Kann gut sein. Gab's nicht irgendwo noch einen Briefkasten? Stimmt, aber wo war der denn eigentlich? Hey. Ich hab mit dir schon gesprochen. Okay. Wie mal die Fahne, ne, das war Team-Dings, ne? Ah, Geschenk, ja, ich sehe es gerade, wo es ist. Okay. Ich muss da eh hin. Ich würde gerne ein bisschen schneller laufen können, aber nicht wie. Lauf. Ich frage mich, ob wirklich Freezers Clan die korrekte Bezeichnung ist, weil es kann ja nicht nur von einer Person den Namen tragen. Das ist auch schon Freezer. Vor allem da ein Vater hat schon vor ihm diese Leute gab. Greetings. Anscheinend habe ich nichts bekommen, okay. Schade, hätte ja sein können, dass ich mir einen Dragon Ball schenken oder so.
Trunks. Hey. Ja, du mich auch, hey. Du bist sicher hier, um der Zeitpatrouille zu helfen. Vielen Dank. Ich habe mir von Shenlong einen starken Helfer gewünscht. Jemand, der an meiner Seite kämpft. Komm hier entlang. Schön, wenn ich meinen Timer nicht sehe, weil Bildschirmschoner. Lass das. We call this the Time Nest. Wir nennen dies das Zeitnest. The Supreme Kai of Time lives here and manages this entire place. Der Schinde Zeit lebt hier und leitet diesen gesamten Ort. We also have the Time Vault. It has many important texts. Hier gibt es auch die Zeitkammer mit vielen wichtigen Texten. There's something I need you to take care of. Not a big deal. So let's head over to the Time Vault. Man muss sich um etwas kümmern, keine große Sache. Also gehen wir direkt zur Zeitkammer. Schluck auf, bleib weg. Meine Fresse. Ich hör mal kurz was drücken. Scheiße, ich hab ja keinen Mute-Knopf, ne? This is the Scroll of Eternity. All of time. All of history. Everything. It's all listed in here. But... here, just take a look at this. Special Beam Cannon! Mach ein cooler Pool. What? Oh Mann. Da hat sich die Geschichte aber drastisch verändert. As you can see, if history is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. We have no choice. We have to stop it. We can't let history change. Right now, Goku is in trouble and needs help. Please. Ja, diese Outfit habe ich auch auf der PS3. Okay. This is your last chance. Come on, join your family, Kakarot. Ha! Look, I'll do you a favor and spare you both. Shut up! There is no way I'd ever join you! Then playtime is over. What? Leave my daddy alone! Ah! You brat! Stop! What? Someone you know, Goku? No. But... I'm pretty sure it's someone we can trust. Okay, dann geht's los. Raditz. Zeit, dass du die Radieschen von unten siehst. Version der Erde, Saiyajin-Krieger Raditz. No matter how much
trash there is. It's still trash! Hey, can I get your help? Yes, I get you. Don't be a drag. Can you hear me? Okay, good. Now, I'll be backing you up from the time nest. Listen, this Raditz, he's stronger and crueler than his historical form. Please, I need you to defeat Raditz so Goku and the others can finish him. Ich hab schon wieder vergessen, wie man packt. Kakarot, are you going to kill your only brother? Horrible. Heartless guy like you is not my brother. I quit. I give up. I'll leave this planet quietly. Okay? Don't let him fool you, Goku. He'll never do something like that. Und frisst das. Besiegt. Die Anfangskämpfe sind auch noch simpel. Vor allem, wenn man Hilfe hat. Yay, Level aufstieg. What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special Beam Cannon! Damn it! Sieht nicht mein Loch bei Goku. Serves you right. Achso, das ist übrigens random, weil ich mal Kakarot oder Goku sage. What was that? Oder Son Goku. Where did... Das entscheide ich mal spontan. Thank you so much. That was wonderful. I didn't think it was your first time. Vielen Dank, das war toll. Kaum zu glauben, dass das dein erstes Mal war. You corrected the timeline. Good job. And with no side effects either. Du hast die Zeitlinie korrigiert. Gut. Und auch noch ohne Nebeneffekte. All right. Once we have the Supreme Kai of Time put it in a scroll, it'll all be done. Okay, sobald der Kaioshin der Teil alles aufgeschrieben hat, schon sind wir fertig. Oh, you don't have to worry about Goku. It's fine. He'll be revived with the Dragon Balls. Oh, und keine Angst wegen Son Goku. Es geht ihm gut. Wird mit den Dragon Balls wiederbelebt. Oh, yeah. And well, that scroll isn't the only one with a history change. Oh, ja. Nicht nur auf dieser Rolle steht eine Geschichtsveränderung. Just talk to me whenever you're ready. Take your time. Sprich einfach mit mir, wenn du bereit bist. Lass dir Zeit. Mach's gut, Son Goku. Kannst jetzt alle Läden im Ladenbereich nutzen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch gleich die nächste und dann war's das für diesen Part heute. Hey! Oh ja, ich habe vergessen, dir etwas Wichtiges zu sagen. Soldaten haben zwei Aufgaben. Die Zeitpatrouille, die du gerade gemacht hast, um Probleme zu beheben, und die Parallelquests. Probier am besten einfach aus, und dann hast du den Dreh schnell raus. Die Zeitmaschinenhafen von Tokitoki-Stadt ist hinter dem Tor links. Sprich mit dem Roboter im Gebäude der Parallelquest, PQ-Registrierung. Er wird dir alles erklären, das hoffe ich zumindest. Oh ja, ich gebe dir das auch noch. Ist ein Scouter. Okay. Meine Mutter hat ihn gemacht, indem sie Freezer Scouter angepasst hat. Da draußen gibt es noch Scouter, die anders aussehen, aber sie funktionieren alle gleich. Das ist wichtige Kampfausrüstung und in Parallelquests sind sie besonders nützlich. Rüste sie aus und probier's mal. Scouter altes Modell. Brauche ich jetzt nicht wirklich, aber egal. Okay, ich soll tatsächlich jetzt eine Parallelquest machen. Gut, dann könnte ich das ja nochmal machen.
Dann ist es aber wirklich Schicht im Schacht. Eigentlich wollte ich ja da hinten weiter was machen. Was gleich kriege ich also noch in den 10 Minuten rein, die ich noch habe. Wenn nicht, wird dann überzogen. Ja, das kann man auch machen. Überziehen. Solange die Festplatte nicht ummäkelt. Greetings. Komm beim Büro für Parallelquest PQ. Daten werden überprüft. Bip, bip, bip. Überprüfe abgeschlossen. Als erwähnter Zeitvertrag kannst du mit Rollen durch die Zeit reisen. Willkommen. Das ist das Büro für Parallelquest PQ. Hier registrierst du die Effekte der unkontrollierten Zeitfragmente, ausgelöst durch Zeitstörungen. Die Entstehung der Zeitfragmente ist kompliziert. Frag Trunks. Zeitfragmente wurden zu PQs und schweben durch Raum und Zeit. Mit einer speziellen Zeitmaschine kannst du diese PQ erreichen. Siege die Feinde, die schuld sind, dass die Fragmente außer Kontrolle geraten sind. Die unkontrollierten Fragmente verhalten sich unvorhersehbar. Feinde können Verbündete werden und umgekehrt. Siege einfach Feinde, um die Zeitfragmente zu besiegen. Beruhigen. Es ist eine gute Erfahrung und du kannst Fähigkeiten und Kostüme erhalten. Lohne dich anhand deiner Leistung. Es ist schließlich ein Job. Willst du eine Parallelquest annehmen? Ja. 150 Cent die Belohnung. Ah ja. Und wer weiß, was sonst noch passiert in der Quest. Okay. Ladezeit, die nicht auf Doom ist. Level 3, okay. Hey! Während der PQ kannst du durch Tore in andere Bereiche. Versuch es mal. Hey! Okay, das ist Karte, das ist Items. Arschlich auf und mit dem linken Analogstick nach reindrücken, wieder runter. Und ins nächste Gebiet. Anpeilen und Kreis drücken. Oder B drücken oder wie auch immer. Was ist schon hier? Hey! In diesem Bereich ist deiner Weg. Finde es mit einem Scouter. Da ist eins. Da ist das Tor. Da ist noch ein Item. Da ist noch ein Item. Drei Objekte erhalten, okay. Wo war jetzt das andere Item? Hier hinter. Ja, ich weiß, sehr spannend. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt so groß sagen soll. Sammle das mal ein. Tolle Zeit. Okay, ich soll wohl ins nächste Gebiet, wie es aussieht. Hä? Okay. Ab durchs Tor. Trunks, du noch was? Nutze das Scouter mit dem Tor und schau, ob dort Gegner lauern.
Kann ich sehen, ob er Gegner lauern? Egal. So, Pflanzenmänner, wo seid ihr? Hey! Ein Gegner kommt, besiege ihn. Schläge, Tritte und was auch immer. Guter Abschluss. Verdammt. Mehr Gegner. Komm her. Stirb. Weißt du nicht, wo dein Partner bleibt? Oh, schön, dass er wegbleibt. Und Bams. Ah. Noch einer? Hallo, Raditz. You're from Lord Freezer's crew. Why are you here? Ich gehöre nicht zum Freezer. Impossible. Freezer ist schwach. Wenn ich mit ihm fertig bin, ist das schwach. Er hätte weiter mehr trainieren sollen. Und Abflug. Na, was ist los gerade jetzt? Hast du nicht mehr zu bieten? Defeated! How? Einfach. Nimm es hart. Ach ja. Energiesplitter, Abwehrsplitter. Schön. Start einer fantastischen Reise. Kommen wir zurück. Wie war die Parallelquest? Gegen das zur Zeit Patrouillen kannst du von PQs Objekte mitbringen. Mächtigen Feinden zu begegnen ist ein tolles Training. Mach bitte die PQs neben deiner Zeitpatrouille. Ja. Geh zum Zeitnest, red mit mir, wenn du für die Parallel-Zeitpatrouille fertig bist. Meine Fresse. Ja gut, das war's dann für diesen Part. Ich verabschiede mich und auf Wiedersehen. Wo ist der Scheißknopf?